Meine Sehnsucht wird dich nie verlieren, du Dreckscreeper. Und sie findet dich, wo du auch immer bist. Will mit dir leben. Eskalation. So, jetzt sind wir wieder bei Minecraft. Jonas wollte schon wieder mit einer neuen Tschüss anfangen. Wir Ende vom letzten Folge gucken, da wisst ihr, was damit gemeint ist, egal. Auf jeden Fall wollten wir ein bisschen was nochmal erzählen, weil mir gerade noch was eingefallen ist. Und zwar haben wir auf der Rückfahrt von der Klassenfahrt und auch auf der Hinfahrt um 3 Uhr morgens eine lange ich Reihe und drei gefahren. Andere aus meiner Klasse. Einer hatte einen Lautsprecher mit, ich hatte Helene Fischer mit. Und das ja, da gibt es ja nur eine Möglichkeit, wie man seine Zeit dann auf so einer Fahrt vertreibt. Helene! Ja, Leute, ich sag euch eins, Helene. Die ist Göttin. Einfach geil. Ja. Da komme ich ja auch gerade kacken. Nee, eigentlich nicht. Okay. So, haben wir hier ein bisschen geschnetzelt. Oh, scheiße. Ein Creeper. Komm her. Ja, bist du tot, Alter. Bist du tot. Das ist aber toll. Ja. And everybody dance now. Warte mal, die hole ich mir jetzt noch hier drüben. Okay, everybody dance now. Abbaut zu sein. Hoffentlich ist hier kein Enderman. Das wäre ein bisschen kacke jetzt. Ha! Ihr Homos, ich hole dich. Ey, der Creeper hat gerade versucht, das Schaf zu ficken. Was? Nicht mit meinem Schaf! Ist gar nicht mein Schaf. Na egal. Das hast du ja schon selber gemacht. Eben. Das bleibt mir vorbehalten mit Schaf. Okay, das ist krank. Auf jeden Fall haben wir dann ganz laut Helene Fischer gesungen und dann hat sich unser Klassenlehrer beschwert. Der hat sich nicht beschwert. Der doch, hat der hat gesagt, dass man dann aufhören. Na, das war ja, aber die Kai hat sich beschwert. Ja, und der Arndt und der Erik. Aber vor allen Dingen der Erik. Aber anstatt dass man. Mach den Scheiß jetzt aus! Also, das ist ich nochmal Amok! Hätten sie auch selber mal sagen können. Weißt du, der Erik hier läuft Amok, wenn man den Fischer hören will. Zum Kunde. Ja, wir haben das dann. Der hat uns betrogen. So stündlich ungefähr gehört. Das war dann. War dann ein bisschen krank. Aber war geil. War immer wieder geil. Und dann kurz vor Schluss, kurz bevor wir wieder zurück waren, haben wir dann noch so richtig schön, da hat der halbe Bus mitgesungen, ja, also gefühlt. Also, wir Jungs. Eigentlich nur ein Viertelbus und die Clara, glaube ich. Ja, aber die war so richtig laut und dann hat unser Klassenlehrer gesagt, dem Busfahrer, dass der ein bisschen aufdrehen soll, damit man es nicht so hört. War das wirklich der Herr Schiedsrichter? Lauter. Ich glaube, ja. Oder jemand anderes auf jeden Fall, der hat da das unterstützt, glaube ich. Ja, und dann haben wir noch extra lauter gesungen. Und dann kam ja noch. Ah, dann kam ja gute Musik im Radio, deswegen, da haben wir dann noch. Nee, wir haben dann noch richtig schön vier Lieder Helene gesungen kurz. Also, da war noch ungefähr eine halbe Stunde zu fahren. Da haben wir das schön, richtig schön angestimmt. Und da haben einfach alle gefeiert, ja? Verstehst du? Oh, I swear to you. Baby, dead for you. Nein! Du! Bist ein Phänomen! Du! Kannst du eher drehen? Was? Du bist ein echter. Oh, fuck. Er kann sich das ein echter Freund. Was kann sie denn kriegen? Warte. Heute wollen wir marschieren. Einen neuen Marsch probieren. In dem schönen Westerwald. Eider pfeift der Wind so kalt. Oh, du schöner Westerwald, Eukalyptusbonbon. Das ist ein scheiß Ohrwurm, Leute, macht lieber. Weiß der Wind, ich so kalt, jetzt mal kurz steht doch der kleinste Sonnenschein, bringt tief ins Herz hinein. Das ist echt so ein scheiß Lied. Und die Gretel und der Hans gehen am Sonntag gern zum Tanz, weil das Tanzen Freude macht und das Herz im Leibe lacht. Oh, du schöner Westerwald, Eukalyptusbonbon, über deine Höhe pfeift der Wind, so kalt, steht doch der kleinste Sonnenschein, dringt tief ins Herz hinein. Ist das Tanzen dann vorbei, gibt's gewöhnlich Keilerei,
Und vom Vorstehen das nicht freut, sagt man, der hat keinen Schneid. Oh, du schöner, bester Wald, Eukalyptusbonbon, über deine Höhlenpfeife, hau hier ab aus meinem Haus. Stirb doch der kleinste Sonnenschein, dringt tiefer hinein. Eigentlich singt man ja noch Frau zweimal, aber ich hab das jetzt mal abgekürzt. Ah, vielen Dank. Wieso, ist doch geil, das Lied. Ja, ist es auch, aber wir wollen uns mal anderen Themen suchen. Eukalyptus! Okay. Bist du fun, Jung? Morgen. Alltag ist morgen. Morgen haben wir Fitness. Gar keinen Bock drauf, ey. Fitness? Wieso eigentlich? Hatte der nie gesagt, wir machen noch einmal Fußball? Ja, ich hab keine Ahnung. Das Lustige ist, ich kann nicht jonglieren. Ja, da hast du ja Glück. Ich hab's zwar heute. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch bloß so zum Übergang, bis die Frau Rottler fertig ist. Aber eigentlich wollte er es doch zensieren. Ja, ich blick da auch nicht so richtig 23 durch. 22 mal für eine 1? 22 mal aber. 22? Ja, 22. 30. Ne, 22. Philipp, widersprich mir nicht, ich hab recht. Okay. 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 Geht klar. Okay. Okay. Hui, Wasser. Ich brauche mal Essen. Ich habe ganz viel Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stacks. Helene! Und 17 ich Apple. Will alles ich oder gar nichts. Will 100%. Philipp, du hängst übelst hinterher, das klingt nie gut dann später. Lass das lieber. Okay, ja. Ich hör auf. Du bist unser wahrer Helene. Gott. Kann sein, dass dieser Wart uns irgendwann trennt. Meine Sehnsucht wird dich nie verlieren, du Dreckscreeper. Und sie findet dich, wo du auch immer bist. Will mit dir leben, für jetzt und für immer. Meine Liebe, die kennt nur 100%. Ah, Jonas, Hilfe. Ich hatte eine Diamant-Axt. Hab ich gesehen. Weil ich cool bin. Ja, ich hab 30 Level. Schnell verzaubern. So, eigentlich nie bei uns in der Siedlung. Was? Cooler bei uns. Was? Na, warum wohnt denn ihr bei uns in der Siedlung? Eben. Keine Ahnung, ich wollte sowas bauen. Jonas, ich glaube, das hat mit uns zu tun. Was? Nein. Mit unserem TNT. Die Skittle Junkies wohnen auch hier. Und ja, das Stadion. Ja, Haus haben wir auch in die Luft gesprengt. Aber das Stadion wohnt auch hier. Ja. Come on, guys. Level 30, Alter. Level 30. Ich werde jetzt mal das Feld ernten. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht entziffern. Das ist mir leider. Let's go. Das müsste man mal überlegen. Scheiße. Ich bin gerade am Überlegen. Ich nehme das. Nemesis der Gliederfüßer und Plünderung? Was ist Nemesis der Gliederfüßer? Das Spin. Ist gegen Spinn. Das ist totaler Reiz. Aber Plünderung ist geil, da kriegst du bestimmt übelst schnell irgendwie Witherköpfe und so ein Scheiß. Witherköpfe. Ja, nein, nee, unbedingt. Ja, das wird also mein Jagd. Das wird mein Jagdmesser. Jagdmesser? Ja. Was denn? Penner, Philipp, du bist so dumm. So, ich tu mal das Holz unten rein. Das klingt nur so schön. Ja, Philipp. Und die Äpfel frisst du diesmal bitte nie. Nö. Das ist mir wichtig. Die Klöße sind, die Äpfel sind mir wichtig. Nicht Birne, ja. Nicht Banane, nein. Nicht Dehnert, nicht rote Äpfel. Jonas. Nicht Dehnert, nicht Tamel, nein. Dimitrov. Durch die Setzlinge rein. Philipp, ich muss jetzt mal Bescheid geben, dass ich dich ab jetzt Ralle nenne wieder. Okay. Ralle. Das ist auch ein Ursprung der Klassenfahrt. Ralle. Das Böse ist immer und überall. Überralle. Daher kommt das. In der Tat. Ist von mir, ne? Kennt man sofort. Ja. Ralle. An Schlechtigkeit nicht zu übertreffen. Schlechtigkeit. Ralle. Geiles Wort, ne? Ralle. Ralle ist ein geiles Wort, ja. Ralle. Passt gar nicht so zu dir. Ralle. Jonas. Ralle. Ja, Jonas, die Leute haben es verstanden. Ich bin Ralle. Ralle.
Kralle. 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 Okay, das kommt ein bisschen. Dass meine Eltern noch hochkommen und hier. Das fände ich lustig. Gott, bist du krank. Und mitmachen, genau. Was? Kralle. Deine Mutter macht mit, Paul. Nein. Nämlich dein Computer macht die aus. Wieder. Kralle. Kralle. Und dann nimmt sie dir deine Tastatur weg. Naja. Aber du kannst ja zum Erik einfach. Zum gehen. Glück sind deine Eltern nicht so hart drauf, was Computer. Nö, überhaupt nicht irgendwie. Ja, also Paul jetzt hat gerade. Okay. Vielleicht hat sie das gehört und dann kam sie sofort angesprintet und. Paul! Tastatur raus, Computer aus dem Fenster geschmissen. Ah, die Tastatur bleibt hier. Die bleibt dort liegen. Dass Paul sich immer erinnert, was er gerade getan hat. Lol, ey, wenn das echt mitgekriegt hat, das wäre schon ein bisschen lustig. Ich glaube, es war einfach bloß Pauls Internetsperre. Ja, das kann gut sein. Kralle. Ja, Paul hat eine Internetsperre. Kralle. 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 Oh, hier. Kralle. Was hat denn da gerade so gepiept hier? Deine Mutter hat gepiept. Kralle. Es tut mir leid, Philipp. Ich muss es dir so mitteilen. Deine Mutter hat gepiept. Kralle. Ey, hier kommt die Sweet hin, Alter. Die Sweet. War echt sweet, Alter. Kralle. Ach, du baust so gerade dein. Was soll das werden? Ein Gästehaus? Gasthaus. Hat Folgen nicht gesehen? Folgen nicht gesehen. Kralle. Wollen wir mal in Nizza gehen? Kralle. Ja, erst wenn ich das fertig gebaut habe hier. Aber das dauert noch ewig. Kralle. Oh, muss ewig. Muss Tino eben helfen. Ewig. Nein, ich will mir nicht helfen lassen. Ich bin no help. Tino ist nicht mehr zu helfen. Du Egoist. Ich weiß nicht, was dein Ego ist. So, habe ich eben zwei Samen gegen zwei Kartoffeln eingetauscht. Yeah. Oh, Jonas hat Samen gesagt. Muss ja symmetrisch sein. So. 2 Milliarden. Scheiße, scheiße. Ah, fuck. So. Wie macht man jetzt die Raumaufteilung hier? Ich hatte ja die Idee, dass wir hier so eine Suite hinmachen. Du kannst das ja so machen, wie es dort war. Willst mich verarschen? Wie es dort war? So mit zwei Blockduschen. Zwei Blockgroße. Ja. Was? Ja. Okay, achso. Also schaut mal nochmal das Let's Travel, was ich nicht gesehen habe, da wisst ihr, worauf der Jonas anspielt. War das wirklich so viel? Naja, ja. Vielleicht nicht ganz, aber ungefähr. Also, naja, ich mein, gut. Alles. Also wir hatten also mehr als 1,5 Grad. Quadratmeter waren es nicht. Man kann es ja immer gerne mit unserem Esstisch, die Größe. Ja, stimmt. Dass der größer ist. Mein ja, stimmt, unser Esstisch war auch. Na, ja, gleich groß würde ich sagen. Ne, ja, also unser Esstisch ist auf jeden Fall größer als das Bad dort. Kralle. Achso, die brauchen ja auch ein Bad hier. Scheiße, stimmt ja. Das ist ja kacke. Kralle. 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 Philipp, warum haben sich deine Eltern eigentlich den Namen einfallen lassen? Kralle. Wieso nennen dich deine Eltern Ralle, Philipp? Ja, eben, also beim Ausweis steht Philipp und meine Eltern nennen mich auch Philipp. Aber warum nennen dich alle Ralle? Meine Eltern nennen dich Ralle. Weil ihr bekloppt seid. Alle nennen dich Ralle. Bekloppt seid. Alle nennen dich Ralle. Nur nicht Walle. Der Valentin? Nee. Deine Mutter, Alter. Deine Mutter. Ja, falls es noch nicht wusste, ich bin ein guter Freund von Valentin, also Sarazar. Alle ja, Kinder natürlich. Sind hetero, nur nicht Ralle, der liebt Walle. Nee. Oder Kalle. Aber egal.
Kralle. Ich bin ein guter Freund von Sarata. Na klar. Stimmt, Philipp, bestimmt, Alter. Bestimmt. Alter, das werden voll die geilen Zimmer hier, Alter. Nicht schlecht. Echt? Wie groß sind das die? Das ist mit Suite. Das ist eine Suite. Im Prinzip reicht's ja, wenn du einen Block ums Bett rum baust. Mehr braucht man ja nicht zum Leben, haben wir ja gesehen. Ja. Oh ja. Das war echt ziemlich krass, wie klein die Zimmer da waren, ne? Ah, da brauche ich halt nie wieder zu kommen. Wir schauen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Kann ich ja Deutsch reden. Tschö. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss.